Hier ist der Ilhan Doğan nochmal für Sie. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, nochmal Danke zu sagen an die Firmen, Menschen, die uns weltweit gratuliert haben und Erfolg gewünscht haben. Und das schätzen wir sehr. So muss es auch sein. Natürlich gab es wieder die eine oder andere Firma, die weniger Charakter gezeigt hat und gleich einiges in Frage gestellt hat oder auch einige Personen. Aber wie ich schon letztes Mal gesagt habe, viel schlimmer sind die Menschen, die denen zuhören und eine Plattform geben. Geben Sie diesen Menschen bitte keine Plattform, wenn sie selbst nichts Positives zu bieten haben. Danke möchte ich auch an die Ferré-Partner von hier aus schicken, die das letzte Mal meine letzte Message über 400 Mal geteilt haben. 70% unserer Tickets für Stuttgart und Dortmund sind weg. Bitte beeilen Sie sich. Die Frage kam, ob Herr Doğan auch dabei sein wird. Natürlich werde ich dabei sein. Das Seminar gestalten, bei der Vorbereitung. Wir haben auch mega Pakete für Sie fertig. Und natürlich werde ich auch sehr viele Einzelgespräche führen. Das heißt, wir werden Stück für Stück die Puzzle langsam zusammensetzen. Und das war auch strategisch von uns so gewollt, dass wir sehr früh mit der Pre-Launch-Phase angefangen haben, weil wir einfach sehen wollten, was kommt auf uns zu. Und wir wollten natürlich auch sehen, wie positionieren sich einige Menschen. Und interessant ist, dass einige langsam dran sind, einige warten und einige geben Vollgas, haben nicht mehr Wissen und haben schon über 700 Partner. Und das ist ja das Typische im MLM, ne? Warten, warten, überlegen, fragen, den super Augenblick und den gibt es nicht. Aber gehen Sie davon aus, dass unser Team erfahren ist, ob ich es bin, mein ganzes Team ist voll erfahren, wir arbeiten 24 Stunden, wir geben Vollgas. Und gehen Sie davon aus, dass wir wirklich einige Überraschungen für Sie haben. Ich frage mich eh, wie dann diese Firmen oder diese Personen vor Ihren Menschen, Partnern stehen werden, wenn wir tatsächlich nicht das tun, was die sich gewünscht haben, nämlich wenn wir wirklich Hammerprodukte, Hammerkonzept, Hammerideen bringen. Und das werden wir auch machen, da können Sie mir wirklich vertrauen. Was wir nicht bringen werden, ist Dinge, die nur das Unternehmen wovon profitiert, nämlich Autokonzept. Wir werden ein Autokonzept bringen, aber unser Autokonzept wird nicht so sein, wenn Sie Umsatz verlieren, wenn Sie Titel verlieren, wenn Sie Bonus verlieren. Und das kann immer passieren. Ja? Zum Teil kann die Firma sogar schuld sein, dass Sie Misserfolg haben. Zum Teil sind Sie selber schuld. Ja? Und dann verlieren Sie Umsatz, dann verlieren Sie Einkommen, dann ist Ihr Titel noch weg. Und dann kommt noch das Unternehmen und sagt, ja, wir möchten von dir trotzdem 40-60% deines Bonuses für Leasingrate. Warum? Weil ich habe in meinem Leben sehr viele unglückliche Mercedes-Fahrer, Porsche-Fahrer oder Fiat-Fahrer gesehen, die einfach dieses Auto hatten, aber unglücklich waren, zum Teil nicht tanken konnten, weil das Auto kam zu früh. So, und das möchten wir nicht. Wir werden ein Autokonzept machen, aber ganz anders gestaltet, weil ich möchte meine Partner nicht verlieren durch ein Autokonzept, zum Teil, wo man Werbung nur für die Firma macht hauptsächlich, wo die Firma ist vielleicht noch nicht mal 1:1 die Leasingrate weitergibt, sondern daran auch noch verdient. Ich möchte auch verdienen und ich habe genug Produkte, woran ich verdienen werde, aber ich muss nicht noch da und da und da verdienen auf Kosten meiner Partner. Das werde ich nicht tun. Ich werde auch für ganz spezielle Leistungen, wo ein Partner Abermillionen Umsätze macht, einen Schlüssel übergeben und ihm dieses Auto schenken. So viel Respekt sollte da sein, dass der das auch wirklich spürt. Wir werden keine Knebelverträge machen, wenn Partner Produkte, die wir nicht haben, woanders sich bestellen möchte und Partner wird, dann werden wir das nicht bestrafen mit einer Kündigung. Und Stück für Stück werden wir Ihnen einfach mehr Informationen, aber das waren mal so zwei neue Informationen für Sie. Wir haben auch keine Buchhalter, die Ego-Probleme haben, wenn Partner bei uns sehr viel Geld verdienen, die auch wissen, was der Partner draußen möchte. Deswegen, wie bei dem letzten Video von Herrn Peters, ja, dass wir über 150 Jahre Erfahrung haben mit unserem Team, wie Network, wie Vertrieb, wie Arbeit mit Menschen funktioniert. Und als letztes möchte ich wieder den nächsten Tipp geben an unsere Fairway-Partner. Wie gesagt, niemals den Respekt verlieren gegenüber anderen Menschen und trotzdem Gas geben, sich nicht bremsen lassen. Und der Tipp ist der, machen Sie bitte die nächsten 3 Tage mindestens 3 begeisterte Gespräche, dass sich die Menschen vorregistrieren, dann werden Sie auch einen einzigen Partner gewinnen. Und das möchte ich gerne, dass Sie das auch bitte wieder umsetzen, die Message an die Fairway-Partner, die nicht warten, die Gas geben, die fair und fleißig arbeiten. 3 Gespräche, einen neuen Partner gewinnen,
Das ist die nächste Aufgabe, die ich Ihnen gebe. Und Sie werden es schaffen, wenn Sie es auch wirklich wollen. Ich sehe Sie in Stuttgart, in Dortmund. Und wie gesagt, ich freue mich riesig. Und vertrauen Sie mir, Stück für Stück kommen die Knaller raus. Dankeschön, Ihr Ilhan Doğan.